Hallo, heute möchte ich für euch ein Sachbuch rezensieren, das ich schon mal kurz in die Kamera gehalten habe bei meinem Currently Reading. Und zwar Freundinnen, eine Kulturgeschichte von Marilyn Yalom und Theresa Donovan Brown. Jetzt habe ich es durchgelesen, jetzt kann ich euch meine umfassende Meinung dazu mitteilen. Ich habe mich ja sehr auf dieses Buch gefreut. Das ist eine Neuerscheinung des BTB Verlages. Und tatsächlich von Marilyn Yalom, nicht das erste Buch, das sie so über Frauen und ihre Geschichte schreibt. Ihr könnt euch da gerne mal informieren. Weil ich mal wieder richtig Lust auf ein Sachbuch habe, weil ich Sachbücher über Frauen sehr, sehr gerne mag und weil ich hier die Hoffnung hatte, dass es eben ein Sachbuch ist, das nicht zu trocken ist, sondern auch noch unterhaltsam. Also ich habe Schwierigkeiten damit, Sachbücher für mich rauszusuchen, weil ich immer die Sorge habe, dass es mir vielleicht zu trocken sein könnte. Gleichzeitig will ich aber auch nichts, was eigentlich nur so Populärliteratur ist. Also es soll schon auch, ja, irgendwie so eine wissenschaftliche Basis haben, wisst ihr? Und ja, darauf habe ich in diesem Fall gehofft und es hat sich für mich auch erfüllt. Das Ganze ist nicht allzu dick, würde ich jetzt behaupten. Es sind so um die 400 Seiten, glaube ich, ja. Und ja, es geht eben um Freundinnen, wobei tatsächlich nicht ausschließlich, sondern es werden auch immer wieder Freundschaften zwischen Frauen und Männern erwähnt oder auch mal Männerfreundschaften im Vergleich zu Frauenfreundschaften oder auch die Sicht von Männern auf Frauenfreundschaften. Und wir beginnen damit sehr, sehr früh, nämlich tatsächlich mit der Erwähnung von Frauenfreundschaften in der Bibel, was nur recht am Rande stattfindet, aber das wird hier auch mit eingewoben, einfach um auch so ein bisschen immer die Frauen in den Kontext ihrer Zeit zu setzen. Also die Bibel wird hier nicht als, ja, wie soll ich sagen, als gegeben hingestellt. Ich habe damit immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Es soll sich jetzt niemand angegriffen fühlen, aber ihr wisst schon, die Bibel ist hier kein wissenschaftliches Instrument, sondern es wird beispielhaft verwendet. So. Und so reisen wir dann durch die Zeit. Und es gibt zwei Wege sozusagen, wie hier die Freundschaften beschrieben werden. Also einmal gibt es tatsächliche konkrete Beispiele von Frauenfreundschaften, von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, was ich hier ganz nett fand. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche vielleicht so ein bisschen schwierig ist, aber ich fand es irgendwie schön, dass es auch viele Frauen sind, die jetzt nicht über die Maßen berühmt sind. Also es gibt einige sehr bekannte Frauen, wie zum Beispiel Eleanor Roosevelt, die hier erwähnt werden, aber es sind auch viele eher unbekannte Frauen, die sich einen Namen gemacht haben in der Geschichte, aber die vielleicht nicht jeder so kennt. Zumindest ging es mir bei vielen Namen so. Aber gerade das mochte ich, weil ich es dann eben auch nicht so reißerisch fand, sondern es ging wirklich um die Persönlichkeiten und deren Freundschaften und auch nicht um Menschen, von denen man sowieso schon wahnsinnig viel auf irgendwelchen Wegen gehört hat. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Um diese konkreten Freundschaften geht es teilweise, was sie ausgemacht hat, wie sie entstanden sind, wie sie im Kontext zu ihrer Zeit gestanden sind, wie leicht oder schwer sie es hatten. Und dann geht es auch um allgemeinere Themen. Also auch Frauen im Kontext mit Frauenfreundschaften, also Frauen sowieso, aber Frauenfreundschaften im Kontext mit dem Feminismus, im Zusammenhang auch mit Patriotismus. In den USA, in Frankreich, in England, also so ein bisschen allgemeiner gehalten, wo dann auch mehr Zeitgeschichte oder eben Kulturgeschichte, wie es der Titel schon sagt, beschrieben wird und dazwischen dann immer wieder vereinzelt diese konkreten Frauengeschichten. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Es geht auch um die Thematik der Homosexualität, wobei in vielen Geschichten nicht unbedingt geklärt ist, ob der Kontakt zwischen den Frauen, die dort beschrieben wird, tatsächlich homosexuelle Hintergründe hatte oder nicht. Also es werden Briefe beispielsweise erwähnt, die sehr, sehr liebevoll klingen oder ja auch Gerüchte der damaligen Zeit. Bei manchen Frauen weiß man es, dass mehr als nur Freundschaft im Spiel war, aber wenn man es nicht weiß, wenn es nicht bewiesen ist, wird es auch immer wieder dazu erwähnt. Also es geht gar nicht drum, was mir sehr gefallen hat, da zu viel hinein zu interpretieren oder gleich zu behaupten, ja, das muss doch mehr als Freundschaft gewesen sein. Also man hat hier nicht irgendwie so eine kleine Gerüchteküche, das hätte mir nicht so gut gefallen. Mir hat dieser Blick auf Frauen und ihre Freundschaften und auf die Entwicklung von Frauenfreundschaften während der Zeit sehr, sehr gut gefallen, weil man dadurch auch erfährt, wie viel Frauen zeitweise eigentlich bewegt haben, wie sie es geschafft haben, sich zusammenzufinden, auch während Zeiten, in denen das vielleicht nicht so gerne gesehen war.
wie sie sich mit Literatur beschäftigt haben, mit Kunst beschäftigt haben, wie viel Einfluss sie auch auf Politik genommen haben und auf die Gesellschaft. Und das mochte ich auf diesem Wege sehr, sehr gerne, denn wann hat man das schon mal? Also man kann über Feministinnen lesen, mit Sicherheit, man kann über Politikerinnen lesen oder man kann über Frauen von bekannten Politikern lesen, die sehr viel mehr Einfluss genommen haben, als diese Männer es sich vielleicht selbst eingestehen möchten. Aber es auf dem Wege zu tun, über die Freundschaften zu sprechen und diese dadurch auch noch mal ganz besonders wertzuschätzen, das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und ein sehr liebevoller und ein sehr respektvoller Blick von Frauen für Frauen geschrieben. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich gebe dem Ganzen 4 Sterne und nicht 5 Sterne, weil es ab und zu manchmal schon so kleinere Längen hatte, wobei aber wahrscheinlich auch der Leser eine Rolle spielt und die Prioritäten, die er oder sie setzt, weil es natürlich, finde ich, Geschichten gibt, die man interessanter findet und Geschichten, die man jetzt nicht ganz so interessant findet, aber das finde ich normal. Grundsätzlich fand ich es beim Lesen wirklich unterhaltsam. Es lässt sich leicht lesen, also es ist nicht trocken, es ist nicht langweilig. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich habe mich direkt danach über die Autorin informiert, was es da noch mehr gibt. Und ich kann euch dieses Buch, wenn euch die ganze Thematik interessiert, absolut empfehlen. Es ist ein schönes Stück Geschichte, sehr nett aufgemacht. Man merkt, dass da auch Herz drin steckt. Und es lässt einen die eigenen Freundschaften auch nochmal wertschätzen und es lässt einen auch nochmal wertschätzen, welche Privilegien man als Frau so hat. Da ist noch nicht alles zu Ende gekämpft, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Eine absolute Empfehlung von mir, wenn ihr mal wieder Lust auf ein tolles Sachbuch habt. Und ja, das war's dann auch schon von mir zu diesem Buch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!